Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ja, im letzten Part haben wir diese zwei Level hier gemacht. Ging eigentlich. Und in diesem Part machen wir Generator Room mit Crash. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Oder eingeschaltet habt. Und es lädt. Hinweis, zerbrich sämtliche Kisten ohne zu sterben, um einen besonderen Edelstein zu halten. Ah, da war ja was. Ah, da erinnere ich mich mal an irgendwie an was. Oh, das war das Level. Das Level ist no joke, Leute. Dieses Level ist no joke. Schau nicht so assi, Cortex. Oh mein Gott, immer diese kleinen Sprünge, weil die TNT-Boxen immer so dazwischen bei den TNT-Boxen, das ist assi gemacht. Muss man mal so zugeben. Jetzt muss man einfach nur warten, bis die Plattform wieder hochfährt. Gut, war aber trotzdem ziemlich knapp. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Und yeah. Yeah, yeah, yeah. Kann ich nur sagen, die fällt auch irgendwann runter. Schaut. Und Blatt. Und da will man natürlich nicht mit runterfallen. Man hat aber eigentlich genug Zeit, finde ich, um dort runterzukommen, wieder rechtzeitig von der Plattform. Also keine Hektik, Leute. Alles gechillt. Da mache ich es immer zur Sicherheit. So ein Wirbel einfach mal. Oh mein Gott, ich bin zu wenig weit gesprungen. Da sieht man wieder Crash seine Schuhe. Wunderschöne Schuhe hat er. Ne, ich finde seine Schuhe echt ganz okay. Sind vielleicht nicht die coolsten, also, aber ich finde sie auch nicht schlecht. Ich hasse dieses Distanzen einschätzen beim Springen. Und Bonus, ich lasse mal die Akku-Akku-Kiste da noch stehen, weil wenn ich einen Bonus fällen sollte, ist es besser, wenn ich die da stehen lasse. Wenn man von Fails spricht. Oh man. Fails für die Quote, aber so viele Fails auch nicht, ne? Zu viele sind dann auch wieder nicht gut. Ach komm, ernsthaft. Oh. Please. Please, das war so unnötig. Trotzdem gleich dumm zu sein. Unnötig. Dabei war der Bonus so leicht. Und ich fehle so dumm. Generator Room. Wunderbar. Ah, ja, klar. Super tolles Sawteil. Ja, Mann, mit deinem Auge hast du mich getötet, ne? Sicher. Klar, wer tötet dich mit seinem Auge, Leute? Das tödlichste Auge der Welt. Ah, okay, cool. Töte ich gleich beide mit meiner Invisibilität. Ein paar Wumpa-Früchte abgestaubt. Voila. Aber ich muss mich schon mal so sagen, dass ich mich am meisten dann auf Crash 3 freue. Einfach weil Crash 3 mein Ding ist, irgendwie von der Trilogie. Wow. Weil ich habe ja schon mal alle drei Teile gespielt und Crash 3 ist wirklich... Am coolsten. Ah, Mann, fick dich. Okay, diesmal hat es geklappt. Am Ende wird das Video wahrscheinlich wegen einem Kraftausdruck nicht mehr für Monetarisierungszwecke geeignet. Aber wenn es so ist, dann ist halt so. Ja. Wow. Das war knapp. Okay, dann let's go. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Ich hab doch Sprungtaste gedrückt, Mann. Crash, du Aschehäufchen. Oh. Hm.
Bleib weg, Crash. Diesmal springe ich rechtzeitig. Okay, hat geklappt. Nice. Aber das war's noch nicht. Okay, das ist leichter, weil das sind solche Eisteile. Da kannst du ja eigentlich relativ machbar drüber springen. Ohne dass du gegrillt wirst oder so ein Zeug. Okay, warum ist. Wer ist das? Pinstripe Protorot. Danger, Safety First. Seo, Pinstripe, Pelli, Protorot. Keine Ahnung, wer ist das? Hey, wir haben alle Kisten, aber wir kriegen nicht den Edelstein. Ja, weil wir gestorben sind, ihr habt ja gelesen. Man soll es alle Kisten sammeln, ohne dass man stirbt. Deswegen ärgert sich jetzt Crash. Fast perfekt, aber du hast verloren. Und Crash denkt sich so, Mann, Andy, fuck you. Tja, sorry. Die Wumperinseln laden. Toxic Waste. Yeah, let's get into it. Toxic Waste, welches Level war das? Zerbrich sämtliche Kisten ohne zu sterben. Was, schon wieder? Dann könnte ich mir vorstellen, welches Level das ist. Ist es das, wo du auf dem Bildschirm so zurennst in so einem... Ja, es ist das. Wo diese Typis ihre Fässer werfen. Muss man ein bisschen aufpassen. Diese bunten Edelsteine sind ja in Crash 1 immer nur mit der gleichen Mission. Das ist später auch cooler gemacht. Hier aber in Crash 1 ist die Mission immer nur, du darfst nicht sterben. Die Musik ist ziemlich cool, muss man sagen. Oder Bugger. Yeah. Boah, da gab's ganz schön viel gerade. Wow. 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 Da muss ich kurz vor ihm stehen bleiben, weil sonst renne ich in ihn rein und es gibt ja auch dann Schaden. So. Wow, ich wäre gerade fast in dieses Säurezeug gerannt. Wäre ja cool, wenn wir, oh mein Gott, im Part auch mal so einen bunten Edelstein schaffen. Das wäre schon irgendwie ein bisschen cool, muss ich sagen. Aber die sind halt nicht leicht, ne? Weil kein einziges Mal so im Level sterben. Im Bonus sterben darf man aber. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber so im Level darf man nicht sterben. Oh mein Gott, jetzt kommen schon die springenden Kisten. Mit denen ist nicht zu spaßen. Vor allem haben die immer so bestimmte Aufprallstellen und die muss man sich einfach merken. Ja, oder man fällt in die Säure rein. Egal. Ich kann die ja vielleicht mal, wenn ich Bock habe, auf den holen, diese Edelsteine. Stimmt, einen will ich mal holen offscreen, weil dann kann ich euch nämlich einen coolen Trick zeigen. Es gibt so eine ganz besondere Stelle, da kann man so tricksen. Also tricksen klingt jetzt so fies, aber man kann da echt so eine Art klein bisschen tricksen, könnte man fast sagen. Und findet ihr auch diese Fässer die ätzendsten? Ja. So astrein hätte ich vorher durchkommen müssen. Da wäre ein Checkpoint gewesen. Naja, was soll's. Kuscheln mit der Wand. Okay, gut, passt. Und Bonus Time. Was muss man denn in dem machen, nochmal in dem Bonus? Oh mein Gott, das war so einer. Nein, ich glaube, so ging's nicht. Oh, oh, fuck. Ich glaube, man musste dann durchspeeden. So ging's auf jeden Fall nicht. Egal, wir kommen nochmal rein. Dann machen wir jetzt einfach Speedrun. Ich meine, alle Kisten werden ja trotzdem zerstört. Ihr seht. Alle 13 Kisten. Oha, wie unfair das wäre, wenn die mich oh mein Gott, gekillt hätte, diese Kiste, so wie jetzt gerade.
Ihr seht aber, das geht eigentlich echt klar. Ja, und wieder haben wir dieses fast perfekt, aber irgendwas hast du vergessen oder nee, du hast verloren. Crash is angry. So kann ich den Part irgendwie nennen, sogar vielleicht. Der enttäuschte Crash oder so. Keine Ahnung, mal sehen, wie ich ihn nenne. Ja, was, obwohl, warte. Ja, wenn jetzt der Boss aber kommt, dann könnte ich. Dann benenne ich höchstwahrscheinlich leider noch den Boss, den Part. Ja, jetzt kommt der Boss. Aber wisst ihr was, machen, versuchen wir das hier mal, komm. Versuchen wir mal ohne zu sterben. Ich will mal einmal versuchen, so einen bunten Edelstein in Let's Play zu holen. Das ist, weil. Das ist eine Challenge auf jeden Fall, weil ohne zu sterben ist nie so eine Leichtigkeit in Crash. Aber es ist, wäre cool, wenn wir es schaffen. Das war gerade wieder ein bisschen fail. Eigentlich habe ich ihn so gehittet und hat gezählt. Aber den Bonus müssen wir mitmachen, Leute. Weil der fällt jetzt für die Kisten. Damit ihr nur mal seht, wie so ein bunter Edelstein aussieht. Die sehen echt schön aus, die Teile. Wir sollten halt möglichst lange diese Akku-Akku-Maske aufheben, ne? Weil die ist halt wichtig. Das ist unsere Eintrittskarte für einen Treffer von diesen Fässern. Aber halt wirklich ein möglichst fieser Treffer, wenn dann. Ich will sie nicht billig verlieren, sagen wir es so. Okay. Oh, jetzt kommen schon die Bounce-Fässer. What the fuck? Warum ist Crash dort abgerutscht? Das ist total unlogisch. Macht keinen Sinn, finde ich. Ein Versuch machen wir noch. Das hat halt echt keinen Sinn gemacht, dass Crash dort abgerutscht ist. Ich stand auf der Kante drauf. Eindeutig. Aber mir hat ja auch schon eine User unter die Kommentare geschrieben, dass Crash es hier fieser hat, weil er irgendwie von den Kanten abrutscht oder so. Also, weil früher war es halt so, da hatte er irgendwie halt so einfach so eine sozusagen so eine Art Box sozusagen als Boden, konnte man so sagen, und erst wenn man die verlassen hat, ist man runtergefallen, aber jetzt hat er halt keinen Boxen oder so, sondern ist so irgendwie so rundlich oder so, und deswegen kann er abrutschen von den Plattformen oder irgendwie so, weil er halt nicht mehr diese sozusagen eine feste Box unter sich hat, wo er stehen bleibt. Es ist schwer zu erklären, aber ich denke, manche von euch wissen jetzt schon, wie ich es gemeint habe. Tja. Nope. Concentration, Leute. Als ob. Das ist doch Betrug. Ich will das jetzt schaffen, Mann, in der Fresse. Der Ehrgeiz ist da. Grins nicht so dreckig. Akku, Akku. Alter, die Ladezeiten sind so übel in dem Spiel. Das ist wahrscheinlich echt der größte Kritikpunkt an dem gesamten Spiel. Diese 10 Millionen Jahre Ladezeiten. Es lädt und lädt, und dieses hässliche Face von Akku Akku macht mich da auch nicht glücklicher. Weil sein Faceport hässlich ist. Hat er gerade am Ende deswegen gerade böse geschaut. Ist mir egal, Akku Akku. Du bist hässlich. Vor allem, ich sterb halt irgendwie immer nur durch diese scheiß Säure, ne? Wo mir halt die scheiß Maske nichts bringt, ne? Oh, wie viel ich in dem Part fluche, ist krass. Der Fluchpart. Okay. Nun ein bisschen vorsichtiger spielen. Nicht so mit dem Leben. Einfach konzentrieren.
Okay. Jetzt kommt der mit die Bounce-Kisten, ne? Jetzt fängt's an. Ja. Wartet kurz, Concentration. Leicht angespannt. Oh nein. Ach Gott. Wie soll ich denn die letzte Hürde schaffen, ohne da von so einer Kiste getroffen zu werden? Ich hab mich doch nie im Leben. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann ist es auch egal, dann mache ich einen Bossfight. Aber dann mache ich das Offscreen auf jeden Fall, Leute. Okay, schauen wir mal. Wo prallt denn das überall ab? Wir dürften sicher sein dort. Okay, hier sind wir sicher. Das ist ein Fact. Hier sind wir sicher. Ja Mann, geschafft. Boah, das war knapp. Aber jetzt haben wir den blauen Edelstein. Und er kotzt ihn aus. Oder das war das der blaue. Oh, diese Wunden sind so anstrengend. Aber wir haben es geschafft. Nice. Ehrgeiz ist befriedigt. Jetzt nur noch den Endboss. Oder nee, nicht Endboss, den Boss halt. Der, von dem schon gewarnt wurde in dem einen Level zuvor. Irgendwie Vorsicht vor Pinstrip. Wie Potoro oder so. Er heißt Pinstripe Potoro, ja genau. Erst ist der blaue gewesen. Blau ist eh die coolste Farbe. Okay, dann schauen wir mal, was der so drauf hat, Pinstripe Potoro. Seine Maschinenpistole ist nicht immer verlässlich, das ist der Hinweis. Der Boss ist auch ziemlich leicht, muss ich euch sagen. Aber er ist ziemlich krass. Er ist hier einfach mit einer Maschinenpistole unterwegs. Und Crash hat übelst Angst dahinter, hinter dem Sofa. Ich verstehe dich, Crash. Und das Ding ist einfach, man muss ihn nur angreifen, wenn er hier vorbei rennt immer. Und man sollte sich, wenn er schießt, natürlich hinter diesen Sofas gut verstecken. Weil sonst wird man durchlöchert. Aber ich glaube, jetzt fängt er an, mehr abzugehen, oder? Wie war das? Ja. Also ein Crash seiner Stelle hätte ich auch Angst. Ja, und jetzt fehlt seine Maschinenpistole. Alter, wie Crash richtig Angst hat. Das ist richtig krass. Okay, dann sollten wir diesmal hinter dieses Teil gehen. Also sein Angriffsschema ist eigentlich relativ simpel zu durchschauen. Jetzt ist er nur noch in der Mitte am Leben. Und jetzt der Crash so locker Peace. Erst schwitzt er so halb und dann, wo er ihn besiegt hat, er so, oh, Locker Peace. Alter. Also ich könnte nicht mal Locker Peace zeigen, ich würde mir erstmal so denken, so, oh, alter Vater, war das krass. Aber er so, oh, Locker Peace. Crash ist der krasse Typ halt, ne? So, jetzt gibt's aber mehrere Arten, wie ich den Papi nennen könnte. Jetzt wird's schwer, was ich davon wähle. Oh Gott. Das mache ich definitiv nicht mehr in diesem Part. Ich glaube, das, nee. Oh, nein, wenn ich schon wieder sehe. Ihr könnt euch im nächsten Part schon mal auf den failigsten Part der Welt so ungefähr einstellen. Also wenn euch der Part gefallen hat und wenn ihr im nächsten Part ultra gefailte sehen wollt, würde ich mich natürlich trotzdem immer Daumen hoch freuen. Und dann schaltet unbedingt das nächste Mal ein, wenn der Horror losgeht, weil ich kann euch nur sagen, der High Road ist mitunter der schlimmsten Level, die es gibt. Und danach kommt auch sehr viel Albtraum, also... Jetzt beginnt sozusagen eine Ultra-Horror-Szene in dem Spiel. Also verpasst es nicht. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.